Hallöchen, hier ist Skeletti von Happy Hippo Campus. Heute gibt es ein paar Tipps, wie du dich besser konzentrieren und fokussieren kannst. Los geht's! Und bleib bis am Ende dran, denn am Ende wird es zwei tolle Neuigkeiten noch für euch geben. Also dranbleiben! Tipp Nummer 1. Damit du konzentriert lernen kannst, gilt es, möglichst alle Störquellen auszuschalten. Bei mir eine der größten Störquellen ist es, wenn ich am Handy herumspiele. Deswegen rate ich dir, das Handy erst gar nicht mit an den Schreibtisch zu nehmen. Oder du schaltest das Handy komplett aus. Tipp Nummer 2. Wenn du am Laptop lernen solltest, dann schalte alle Pop-up- oder Push-Nachrichten aus. Tipp Nummer 3. Und Tipp Nummer 3 beruht sich hier auf meine Kopfhörer. Denn wenn du vielleicht Umgebungsgeräusche hast, dann gilt es, die möglichst auszuschalten. Und hierbei kannst du dir zum Beispiel Ohrenstöpsel oder solche Kopfhörer besorgen, wie ich sie aufhabe. Probier es einfach mal aus, denn je ruhiger deine Lernumgebung ist, umso besser kannst du dich letztendlich auch konzentrieren und fokussieren. Und wenn du dir diese drei Tipps wirklich mal vornimmst und wirklich umsetzt, dann verspreche ich dir, wirst du am Ende wirklich dich mehr auf das Lernen konzentrieren können und mehr Fokus auf die eigentlichen Lerninhalte legen können. Deswegen kann ich dir wirklich mal empfehlen, komplett das Handy auszuschalten oder wegzulegen und dass du wirklich mal all deine Push-Up-Nachrichten und so weiter alle deaktivierst. Und als drittes kann ich dir wirklich empfehlen, alle akustischen Reize mal auszuschalten, indem du dir zum Beispiel Kopfhörer oder Ohrenstöpsel anschaffst oder einfach deine Kopfhörer, die du eh schon hast, mal verwendest. Denn je ruhiger deine Lernumgebung ist, umso mehr Konzentration und Fokus kannst du aufbauen. Ja, und ich wäre nicht Skeletti, wenn ich nicht für dich noch Neuigkeiten hätte. Und zwar erstens, wir haben in unsere Lernpakete wieder neue Gedächtnispaläste eingebaut und eingespeist mit neuen tollen Videos für dich. Zum Beispiel gibt es dort einen neuen Gedächtnispalast zur Aorta, wie du dir die besser merken kannst, und die Arteria subclavia und jeweils dazu ein Quiz. Ja, und die zweite Neuigkeit ist die, wir werden ein Seminar und Workshop anbieten. Und zwar werden wir in Würzburg und in Erlangen einen Workshop bzw. Seminar bezüglich Biochemie anbieten. Und dabei wirst du an einem Tag lernen, wie du Atmungskette und so weiter, zum Beispiel auch die Glykolyse, ganz einfach auswendig lernen kannst mit Hilfe von Gedächtnispalästen und den besten Lerntechniken. Hierzu findest du auch den Link unten in der Beschreibung. So, und falls du noch Klausuren hast, viel Erfolg dabei. Ich drücke dir die Daumen. Wenn dir das gefallen hat und ich öfter mal in einem Video auftreten soll, dann lass einen Kommentar da, kommentier einfach Skeletti in die Kommentare und wir werden uns ab jetzt häufiger sehen. Und nicht vergessen, mal unten in die Links reinzuschauen zu unseren super Paketen und zu unseren Biochemie-Seminaren mit den besten Gedächtnistechniken. Ja, und falls dir außerdem das Video gefallen hat, lass doch bitte ein Like da. Und falls du es nicht eh schon getan hast, abonniere unseren Kanal und wir sehen uns. Bis dann. Ciao, mach's gut, euer Skeletti.